Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Ich musste gerade überlegen, Phantom Liberty, dem DLC, weil ich gerade abgelenkt wurde. Abgelenkt wurde, weil ich was entdeckt habe. Und zwar hatte ich hier das letzte Mal ein Gesicht gesehen und das Gesicht ist jetzt weg. Das ist nämlich, glaube ich, jetzt auf mir drauf. Also man sieht das nicht, aber ich glaube, ich habe jetzt ein Gesicht, was man... Ah, guck mal hier. Was man jetzt nämlich ändern kann irgendwie. Das Aktivieren ein Gesicht verändert dann die körperlichen digitalen Identität, sodass du praktisch nicht mehr zu erkennen bist. Außerhalb vom Campen kannst du leicht gesetzlich entkommen. Ist das super geil, ey. Ja, sorry, das hat gerade meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Wir sind hier in der Klinik. Wir haben das gerade verpasst bekommen. Wir haben auch mit Reed geredet und wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entweder für Reeds Taktik entscheiden oder für Songbirds Taktik. Und ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Weil ich das Gefühl habe, ich entscheide mich sowieso immer falsch. Hey, die OP ist durch. Wie? Hoffe, dir geht's gut nach Faridas Prozedur. Wir müssen jetzt die Netrunner abfangen und ersetzen. Gibt nur ein Problem. Unser Zugang zu Charon Exotics wurde gekappt. Die haben uns wohl entdeckt. Was? Echt? Also haben wir sie verloren? Nicht ganz. Sie waren zuletzt im Stadtzentrum und fahren jetzt hierher. Such dir einen Aussichtspunkt beim Eingang nach Dogtown. Dann kannst du die Runner tracken, wenn sie zum Treffen fahren. Ja, ist alles gar kein Problem. Was hat jetzt die geschrieben? Hey, wie ist es soweit? Jetzt geht es um alles. Aber ich bin bei dir, okay? Ich gehe nirgendwo hin. Ich weiß, wir schaffen das schon. Du musst dich einfach bloß auf die Mission konzentrieren. Sicher, denk einfach daran. Egal was passiert, wir ziehen das durch. Ich weiß nicht. Leute, ich weiß es nicht. Ich leide. Ich hasse doch sowas. Warum tut ihr mir sowas an, ey? Aber ich glaube, wie... ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich aber Reed vertraue... Warte mal, da ist was Tolles an Loot. Das muss ich schnell holen. Ich weiß nicht, aber irgendwie sagt mir... Also mein Gefühl ist das Problem, das tut mich halt öfters trüben, glaube ich. Ich glaube, ich lasse mich zu sehr einlullen hier von gewissen Sachen, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass ich mehr bei Reed bin. Weil, wenn ich jetzt so dran denke, wie das mit dem Perales war und wir ja auch alt erlebt haben und wenn die das so irgendwas im Kopf hat und so eine Paranoia hat, dann ist das vielleicht... Weiß ich nicht, könnte das vielleicht auch nicht so gut. Wir sind gerade an einer unsichtbaren Treppe hochgeklettert. Das hat mich jetzt gerade etwas irritiert. So, Entschuldigung. Manchmal ist schon echt ein bisschen komisch hier. So. Deswegen bin ich jetzt fast dazu geneigt, den Plan von Mr. Reed umzusetzen. Okay, melde dich bei mir, sobald du Sichtkontakt hast. Scanne die Fahrzeuge in der Nähe. Eins davon muss es sein. Toll. Ziele noch nicht gesichtet. Da ist ein Konvoi. Hansons Leute. Aber ich bezweifle, dass die Runner eine Eskorte bekommen. Ich halte weiter Ausschau. Wahrscheinlich extra Unterstützung fürs Stadion. Keine Spur von ihrem Auto. Haben wir das gescannt hier?
Müssen wir kurz anhalten? Immer noch nichts. Ist das jetzt da reingefahren? Immer noch nichts. Hier blockiert ein verschrotteter Cortes die Straße. Gibt einen Stau. Stinknormales Auto. Das sind sie garantiert nicht. Dann warten wir weiter. Zwei Motorradfahrer. Die werden nicht spontan von 4 auf 2 Räder umgestiegen sein. Das ist nicht ihr Stil. Such weiter. Das könnte doch ihr Auto sein. Das sind sie. Keine Frage. Ich kann beide Runner sehen. Hast du das Signal? Nicht mehr entkommen. Gute Arbeit. Und jetzt? Ist noch zu früh für das Treffen. Die halten irgendwo an, um Zeit totzuschlagen. Ich will ja einfach nur weg, Mann. Diese verfickte Zone. Okay. Sie stehen. Und sind aus dem Auto raus. Sie gehen zu einem Club. Wie? Du kannst jetzt zum Auto. Die Luft ist rein. Eintönig, die ganze Scheißaufnahme. Kacke. Bin eine Woche Schuss. Weg und der Ficker ersetzt mich sofort. Egal, hast das doch eh gehasst. Achso, ich muss mir in den Kofferraum verstecken, ne? War das nicht das? Achso. Bist du in Position? Da wären wir. Scheiße. Geiler Wagen. Nicht gaffen, sondern handeln. Läuft wie geschmiert. Stimmt, ich muss hier in den Kofferraum mit einsteigen. Oh Gott, ich hab Platzangst, Leute. Hab die Kontrolle über die Autokameras. Gut, letzte Chance. Guck nach, ob alles vorbereitet ist. Wieso hat er so viel? Sollte passen, aber warte kurz. Warum? Was machst du? Das Eis ist echt mittelprächtig. Ich motze es kurz auf. Okay, aber keine unnötigen Risiken. Uiuiui. If. Na, 55. Warte mal, 55. Nee, 55, warte mal, 55 E9. Ist ja zweimal das gleiche. Warte mal, 55 E9. Und dann brauchen wir BD und 55. 55. Ah, 55 E9 BD 55. Ja, ich hab's. Ich muss kurz meine Hand dahin halten. Oh, oder hab ich's doch nicht? Oh nein, ich hab's doch nicht. Ich hab's falsch. Nicht so gut. Ah, gut, und ich hatte noch. Fertig. Ein bisschen Puffer. Sehr gut. Nicht schlecht. Jetzt warten wir. Unsere VIPs sind wieder da. Steigen gleich ein. Mach dich bereit. Was muss ich eigentlich machen?
Achso, ich muss den Wagen sehen. Tu l'as vu, non? Il était grave en train de me reloquer au Saphir. Muss ich dann fahren? Jo je. Oh, à moi, que ce soit cette putain de gueule de bois. Ça tourne de partout, dans tout le sens. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Wie? Übernimm die Kontrolle. Steuern. Wer braucht schon Steuern? Okay, hacke jetzt das Auto. La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Emmerich, sonne l'alarme, on a besoin d'aide. Je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain, allez! J'essaye de reprendre le contrôle. Oh ne, jetzt muss ich auch noch. Oh. Entschuldigung, ich habe eine kleine Abkürzung. Oh. Drücke F, um auf der Straße zurückzukehren. Bericht, was ist los? Die wehren sich. Die zwei sind gut. Oh Gott, Leute, das ist die Coupé. Ach shit, ich dachte, das ist dann schon, aber ich muss hier irgendwo... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Putain! Oh Gott, Leute, ich bin ein bisschen gestresst. Könnt ihr den Alarm ausmachen? Kannst du nicht fahren oder bist du nur dämlich? Nee, ich kann nicht fahren. Hallo, das ist hier alles. Schau mal die Straßen an, was das für Straßen sind. Oh, eine Coupé! Jetzt. Hey, merde! Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Hoppala. Hm? Was zum Fick? Scheiße, ihr habt sie erledigt. Was hast du denn erwartet? Dass wir sie fesseln, ihnen Socken in den Mund stecken und warten, bis sie sich befreien und um Hilfe rufen? Das ist kein Spiel wie. Es ist ganz einfach. Die oder wir. Ich bin für ein Wir. Alex, du wusstest davon. Von dieser Hinrichtung. Natürlich wusste ich das. Ganz nach Handbuch. Ist nicht meine erste Mission wie. Solche Entscheidungen gehören zum Job. Natürlich ist es ein Spiel. Euer verficktes Spionagespiel. Die waren unschuldig. So würde ich zwei Berufskriminelle nicht beschreiben. Oh, ich bin jetzt voll geschockt. Ich habe gedacht, wir packen. Diese Unschuldigen, wie du sie nennst, hätten dir alles abgenommen, ohne zu zögern. Oder dich gleich erschossen. Unsere Verkleidungen sind einsatzbereit. Aber wir brauchen noch die Zugangscodes von den beiden. Aurora sollte sie haben. Hm. Toll. Das ist so abgefuckt. Tust du gerade echt so, als hättest du noch nie eine Leiche ausgeraubt? Bist du sicher, dass sie die Codes hat? Ja, ihr Bruder hebt seine Erinnerungen auf externen Datenbanken auf. Und da wurden ihm schon mal welche gestohlen. Das wäre zu unsicher für die Codes. Ich kann ihn mich jetzt hier verlinken, so. Oh, ich weiß nicht, wird immer brutaler, ehrlich gesagt. Okay, Codes übertragen. Oh, Manu. Ach, Leute, das ist ja fürchterlich. Aber die lasst jetzt einfach hier so liegen.
Und tut sie nicht wenigstens noch irgendwohin verstecken oder was? Ach Gott, ey, was für ein Scheiß. Hansen wartet nicht gern. Ich fahre. Oh, super Idee, wie, dass wir auch noch fahren. Oh, jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich mich entscheiden soll. Wie? Verhaltensmodell, jetzt! Gott, ist das krass. Ist das an? Scheiße, meine Stimme. Geil. Moment, bin ich das? Was zum Teufel? Oh mein Gott. Nova, oder? Probier's mal aus. Stell dich vor. Okay, los geht's. Emmerich Cassel. Das war's? Das war's. Klang zumindest wie er. Das kann sich anfangs etwas verstörend anfühlen. Aber man gewöhnt sich dran. Nimm dir einen Moment Zeit, dann fahren wir los. Hansen wartet. Alex, mir wird was klar. Das ist unsere letzte Mission zusammen. Ich habe unsere Abmachung nicht vergessen. Myers hat zugestimmt. Eine diplomatische Mission. Unbefristet. Danke dir, Reed. Bereit, Aurore? Aber sowas von. Diese Tech passt super zu dir. Du klingst genau wie er. Etwa nervös vor der Mission? Ein bisschen. Aber? Ich höre da ein Aber. Es ist nur... Ich habe das alles sehr vermisst. Das ist schlecht. Okay, dann mal los. Zum Stadion. Wir sehen uns dort. Leute, jetzt bin ich noch... Ich habe eigentlich gedacht, dass ich Reed ach, ich weiß auch nicht mehr. Ach, keine Ahnung. Ich entscheide jetzt einfach spontan vor Ort. Oh. Ich mache das also, hier alles nervös. Nochmal zur Erinnerung. Denk dran, dein Name ist Emmerich Cassel. Ich verrate dir mal ein Geheimnis, wenn du wer anders sein willst. Stellst du dir drei Fragen. Okay. Wovor hat er Angst? Was will er? Was ist sein größtes Geheimnis? Okay. Verstanden? Antworte mir nicht, aber behalte das einfach im Kopf. Und sei er. Sag mal, Emmerich, was hältst du von Hansen? Er ist ein Nebenprodukt, sonst nichts. Eine Kriegsmaschine aus 1000 Schlachten. Oh, immer so philosophisch. Doch ein Mann wie Hansen würde keine Millionen verdienen, wenn er leicht zu durchschauen wäre. Zahlreiche Ebenen verschmelzen in seinem Ich. Oh Gott, mit der Rede? Das war echt gut. Oh Gott, Leute, ne? Ich hab Schiss. Das kann jetzt alles nur schief werden. Schief werden, hm? Schief gehen. Wir sind da. Die Wolfshöhle. Oh, ich hab gleich was angefahren in der Wolfshöhle. In Position. Bereit für die nächste Phase. Bis bald. Okay. Ich hab ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Das wird wieder maximal katastrophal werden. Gemietet, Alter. Könnte dir auch eine Woche lang gehören für eine Kostprobe. Bestellst du dir auch ein Synthsteak und leckst da nur dran? Ich glaube nicht an Kostproben. Das ist sehr verschlüsselt. Anhalten! Wir müssen den Wagen inspizieren. Alles in Ordnung. Weiterfahren. Schon gehört? So eine Eurofotzen treffen sich mit Kurt.
Los, pack den Wagen. Bevor wir reingehen, denk dran. Er will etwas von uns, nicht andersrum. Wir wollen ihm die Zugangscodes vom Cineshore Mainframe verkaufen. Bleib bei den Fakten, wer du bist und wer nicht. Hansen wartet auf uns. Lass uns zu ihm gehen. Oh Gott. Überträgt seine Erinnerungen in externe Speicher. Seine Erinnerung wurde gestohlen. Bei Petroch angestellt, sieht seinen Körper als Tempel, vermeidet Suchtmittel, Sammler klassischer Automobile, Hochgrad allergisch gegen Erdbeeren. Irgendwas macht Enfant echt wuschig. Ja, Hansen. Und Murphy auch. Ist ansteckend. Gesicherter Bereich, Leute. Magnifik, wir haben nämlich ein Treffen mit Kolonel Hansen. Jetzt. Einen Moment bitte. Das sieht schon krass aus, was die im Hinterkopf hat, ne? So wie die Songbird auch. Gut, ihr seid da. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Murphy. Ist der Kolonel schon ihr? Ist er. Wartet auf euch. Fantastisch. Fantastisch. Ach, die Stimme ist geil. Hier rein. Huch, warum ist denn der jetzt so gegen den Aufzug gebülbert? Murphy, du kommst mir bekannt vor. Wir kennen uns doch, hm? Nein, ganz sicher nicht. Oui, oui, du bist doch Stammgast in den Bordellen von Paris. Ich? Was? Ich mach nur Scherze, Murphy. Freut mich sehr. So, da wären wir. Ihr werdet heute zu keinem Zeitpunkt allein sein. Kurt hat einen Tipp bekommen. Die FIA will irgendein Ding durchziehen. Ah, ist das so? Aber die Situation ist unter Kontrolle. Er will, dass alle durchsucht werden. Ausnahmslos. Unsere Soldaten kontrollieren das gesamte Stadion. Drohnengestützte Scans unterstützen die Überwachung zusätzlich. Ihr müsst eure Waffen hier lassen. Jetzt brauchen wir noch ID-Scans. So sehr wir auch scherzen, so gut wir uns auch verstehen. Ihr wisst schon. Letzten Endes geht es hier um ernsthafte Geschäfte, nicht wahr? Das ist das Herz unseres kleinen Imperiums. Eine Frage. Welche Art von Geschäften betreibt ihr ihr genau? Größtenteils Waffenhandel. Du willst einen Krieg anfangen oder beenden? Du planst einen Staatsstreich? Wir stellen keine Fragen. Und das alles stammt aus Night City? Manches. Aber wir haben Kontakte auf der ganzen Welt. Japan, Australien, der Balkan, Lagos, überall. Also, das hier sollte euer Interesse. Ich bin in Position. Bereite unseren Fluchtweg vor. Ich bin schon total nervös. Ich brauche noch mindestens 10 Minuten. Ist nicht mehr weit. Ich konnte nicht früher anfangen, ohne Gefahr zu laufen, entdeckt zu werden. Und Emmerich, ich weiß, dass ich das nicht wiederholen muss, aber bleib in der Rolle. Heute. Viel Glück. Ich bin nervös. Weiter geht's. Mein Bruder redet nicht viel. Hab ich bemerkt. Manchmal finde ich das unheimlich. Du aber nicht, oder? Kenn den Typen kaum. Oh, wie diplomatisch. Wenn man nicht viel redet, kann man auch nicht viel verplappern.
Hallo, Herr Schön, euch beide zu sehen. Songbird muss noch kurz das Gerät entschärfen. Also können wir uns unterhalten. Wir haben es nicht eilig. Sicher? Hab gehört, du hast es nie eilig. Machst nichts überstürzt. Ich vergeude meine Zeit und Energie nicht mit Kleinigkeiten. Hab ich gehört? Entfernst du deshalb deine Erinnerungen und speicherst sie in Datenbanken? In meinem Streben nach mentaler Sauberkeit, spiritueller Ordnung, ja. Glaubst du an Gott, Colonel? Welchen? Den Euro-Dollar? Die geopolitischen Weltmächte? Den der Christen? Nein. Alles reine Zeitverschwendung. Interessant. Dann frage ich mich, wie es dir nach diesem Leben ergehen wird. Anderes Thema. Hattet ihr beide im Black Sapphire euren Spaß? Ich habe gehört, die Einsätze waren hoch. Ihr wart danach reicher und glücklicher, hoffe ich. Wir haben erst verloren und dann gewonnen. Und so ein irrenloser Schlappschwanz hat alles verloren. An den Schlappschwanz erinnere ich mich. Hat er verdient. Das Black Sapphire ist mein ganzer Stolz. Ich habe es mit viel Mühe zum Lieblingsort von Night City's High Society gemacht. Deine Geschäfte hier im Stadion sind echt beeindruckend. Mehr noch als der Ball im Sapphire. Das eine bedingt das andere. Man kann nur Milliarden mit Waffen verdienen, wenn man den Mächtigen vorher Millionen in die Taschen steckt. Das Stadion ist ein integraler Bestandteil meiner Arbeit in Night City. Sagt mal, ihr wart schon ziemlich lange nicht mehr in Night City, oder? Seit, Cinesure. Stimmt, aber wir wären vor einer Weile fast schon mal gekommen. Emmerich hatte was zu erledigen. Mein Bruder liebt Autos über alles, sammelt sie. Ich sage ihm immer, wie wunderbar prätentiös das ist. Ich mag diesen Interessant. Und für welche seltene Schönheit bist du um die Welt geflogen? Oh Gott, ein Porsche 911, ein Quattro Turbo. Ich glaube, Porsche ist so... Sagt dir der Name Grayson etwas? Er wollte mir einen Vintage-Porsche verkaufen, der mal einem Rockerboy gehörte. Jeder hier kennt Grayson. Und diesen Rockstar. Ja, von dem Verkauf habe ich gehört. Nun, daraus wurde nichts. Grayson war ein Trottel, hat es sich anders überlegt. Bitte. Ich habe Wodka. Bedient euch. War das jetzt die richtige Antwort? Ich bin schon ganz nervös. Ja, ihr seid geschäftlich hier und nicht zum Spaß. Aber ich bestehe darauf. Symbolisch. Ach, das hätte ich nicht besser sagen können. Symbolisch, ja. Nicht sehr amerikanisch, ich weiß. Aber meine sibirischen Freunde haben mir diesen Brauch nahegebracht. Mir scheint, du hast viele Freunde. Ich war in vielen Orten, habe zahlreiche Geschichten erlebt, so viel steht fest. Sibirien war nur ein Halt von vielen. Aha, ein weitgereister Mann. Ich könnte schneller aufzählen, wo ich noch nicht war. Ich weiß, wo man das findet, was sonst niemand hat und wie man es beschafft. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein robustes, professionelles Netzwerk aufzubauen. Reisen oder Gefängnisse. Ach, fast hätte ich's vergessen. Meine Freunde aus La Santé lassen grüßen. C-Block. Deine Freunde müssen sich irren. Sicher? Du warst 2 Jahre in dem Gefängnis. Unter falschem Namen. Stimmt. Aber im VIP-Flügel. Der Abschaum im C-Block hat keinen Schimmer, wer da sitzt. Dann entschuldige bitte. Mein Fehler. Colonel, darf ich das Messer sehen? Bitte doch.
Das ist ein traditionelles Jagdmesser der Jakuten. Ich war einige Zeit auf den Philippinen und habe dort Geschmack an schönen Klingen gefunden. Faszinierend. Und so selten. Übrigens, Emerick, ich habe mich gründlich umgehört und erfahren, dass du vor 3 Jahren für Petrochem gearbeitet hast. Konzerne lassen Talente deines Kalibers selten wieder entwischen. Wie bist du aus dem Vertrag rausgekommen? In der Konzernwelt ist jede Veränderung durch Geld möglich. Ich hatte genug Geld. Oh Gott, ich glaube, ich habe falsch geantwortet. Eine bequeme Antwort. Nichtssagend, uninspiriert und mit Sicherheit unwahr. Wenn man bedenkt, wann das war, wundert es mich, dass du dich überhaupt daran erinnerst. Ich sitz gerade aus. Es stimmt. Meine Erinnerungen aus dieser Zeit wurden gestohlen. Diese 2 Jahre habe ich verloren. Du kennst mich wohl besser als ich mich selbst. Ah, so me. Gott, hoffentlich habe ich das noch gerade gerettet. Das ist mir jetzt aufgefallen. Der Mainframe ist bereit. Gott, die ihr kennt so die Bedingungen. Aus. Nur einer von euch gibt die Zugangscodes ein. Der andere bleibt hier. Oh, ich bleib gern bei dir. So, ihr Lieben. Und das machen wir beim nächsten Mal. Bleibt ihr mal schön sitzen. Können wir anfangen? Ja, wartet, ich mache meine Abmoderation und im nächsten machen wir das dann, ihr Lieben. Oh Gott, ist das wild, ey. Ich habe die ganze Zeit schon die Luft angehalten, weil mich das so gestresst hat, dass ich die ganze Zeit hier drauf achten musste. Und jetzt habe ich doch noch was Falsches gesagt. Aber ich hoffe, ich habe es doch noch am Ende hingekriegt, zu retten. Ja, oh Gott, jetzt wird es langsam ernst. Können wir anfangen? Ja, ich komme gleich. So machen wir in der nächsten Folge. Jetzt wird es langsam ernst. Und ich habe echt ein bisschen Schiss, dass es schief läuft, aber... wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt... oje, oje, oje. Genauso wird es heißen. Nee, danke für eure Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.